Sheesh, was geht? Heute gibt es eine weitere Folge Weekend League Highlights. Und ja, dafür würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ich muss dazu sagen, das letzte Spiel davor, da hatte ich einen DC, da ist irgendwie mein Internet abgestürzt. Es war ein bisschen ärgerlich, sonst würden wir noch ein bisschen besser dastehen. Aber ihr werdet jetzt sehen, dass es bislang doch noch ganz okay war, würde ich sagen. Auf geht's. So, da sind wir. 18 Siege sehen wir und 7 Spiele haben wir noch. Das heißt, wir stehen Stand jetzt 18-5. Teammäßig hat sich nicht so viel verändert, allerdings kann man nach wie vor sagen, Son überragend, ihr habt die Statistik gesehen, 56 Spiele, 51 Tore, Ronaldo nach wie vor auch eine Maschine, Eriksen, ja, der wäre ein Kandidat, den könnte ich austauschen, Kluivert ist auch, bin ich noch am überlegen, also er macht auf jeden Fall einen soliden Job und er hüllt auch die Kopfbälle, aber, also meine, Eriksen und Kluivert sind halt LMRM, ich bin mir noch nicht ganz, ganz sicher, was ich da mache. Goretzka, Maschine, Fernandinho wäre auch noch ein Kandidat, den man austauschen könnte. Ansonsten Abwehrlinie, Alex Telles sieht man auch hier nach wie vor sehr gut, auch offensiv. Da Costa defensiv sehr stark, offensiv, offensiv nicht so vorhanden, wie das bei Telles der Fall ist. Aber ja, nichtsdestotrotz Van Dijk und Militao und generell mit der Abwehr bin ich mega zufrieden. Ihr seht die Auswechselspieler, das ist die Taktik, die ich verwendet habe. Diesmal habe ich eigentlich so gut wie jedes Spiel 4-4-2 gespielt. Das war auf jeden Fall so meine Standardformation diese Woche mit genau dem, mit der Formation, also mit den Positionen. Hier sind da Kluivert und Eriksen, RMLM. Ja, das ist so ein Thema. Es ist okay, die sind gut, aber also gerade Eriksen gefällt mir jetzt noch nicht so überragend, auch wenn er gut ist auf der Position. Ja, aber mir fällt da jetzt auch nicht so eine krass gute Alternative ein bisher. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall ist das hier mein erster Gegner. Ihr seht ein krankes Team am Start. Rüd, Hullit, Vieira, Ballack, dann Marcos, Alonso, Van Dijk haben wir, Laurent Blanc. Ja, und Cajarella hier erstmal mit Ice Skating und dann glücklich zu Hullit der Ball. 1-0 für meinen Gegner. Ja, da startest du nicht so gut ins Spiel rein. Ist immer ein bisschen nervig, diese Gegentore. Ronaldo auf Son. Son, sehr schön Ronaldo freigespielt. Und Ronaldo, eiskalt, macht diesen Ball rein nach 13 Minuten. Dann 30. Minute. Rüd Hullit spielt ihn zu Cagliarella und der Ball geht einfach rein. Was eine Direktabnahme vom Italiener. Also sehr starker Schuss. 79. Minute. Wir müssen hier natürlich jetzt noch ein Tor schießen. Jun Min Son und eiskalt, diesmal in die kurze Ecke, der Keeper war in der langen Ecke. Jetzt springen wir eigentlich auch schon in Extra-Time in die Verlängerung und 120. Minute, ja, diese La Croquetas, die sind echt, ich finde es wirklich, also das muss ich wirklich sagen, das finde ich mega nervig. Das ist so eine der wenigen Sachen, ich mag FIFA 19, aber diese La Croquetas, die finde ich einfach nur lächerlich. Aber okay, anderes Thema. Jungmin Son hier beim Freistoß. Son zurück zu Van Dijk. Van Dijk, sehr schöner Dragback. Van Dijk, aber wie geht der nicht rein? Der wird gehalten. Und ich verliere das Spiel. Unglaublich. Unglaublich. Aber okay, mein Gegner hat sich dann nicht ganz so sportlich verhalten. Er hat auf jeden Fall den Schüschjubel durchgezogen und dann auch noch eine Message mit Psch geschrieben. Dachte ich mir, okay, war jetzt ein bisschen unnötig. Aber okay, Schwamm drüber. Nächster Gegner, Peaky Blinders, ist das hier mit Wijnaldum, mit Bernardo Silva, Tots. Auch wieder ein starkes Team am Start. 33. Minute, Kluivert versucht, der Ball kommt irgendwie zu Ronaldo und Ronaldo, ja, etwas glücklich, dieses Tor. Aber nehmen wir natürlich mit in der 33. 1-0. Dann Aguero auf Lionel Messi und Messi legt mir den Ball hier rein. Ja, 97er Messi. So, ich will auch einmal so einen Spieler ziehen. Wäre auf jeden Fall ein Traum. Mal gucken. Vielleicht passiert das ja nochmal. 45. Minute. Jungmin Son. Sehr schöner Ball. Und Ronaldo verwandelt per Golfschlag sozusagen. 2-1. Bringt uns hier erneut in Führung. 60. Minute. Jungmin Son wird sehr schön in Szene gesetzt. Zieht einfach mal ab und der Ball wird noch entscheidend geklärt. Die darauffolgende Ecke. Der Ball kommt zu Da Costa. Dani Da Costa. Und der macht das dann. 3-1, 61. Minute und daraufhin mein Gegner mit dem Rage Quit. Nächster Sieg, somit sind wir jetzt hier bei 19 Siegen und wir brauchen natürlich Elite, das ist das Ziel. 5 Spiele haben wir, ein Spiel dürfen wir verlieren. Das ist die Prämisse, 23 wie immer das ausgerufene Ziel. Und dann kam dieser Gegner hier, Captain Tsubasa, der ein oder andere wird ihn kennen von euch. Ist ein Streamer bei Twitch, könnt ihr auf jeden Fall gerne abchecken und hat das Spiel auch gestreamt.
Ja, wie das gelaufen ist, das seht ihr jetzt auf jeden Fall. 32. Minute, Ronaldo hier. Traumpass auf Son. Der frei auf den Keeper zu rennt, wartet aber. Ja, Ter Stegen gut gestellt. Die darauffolgende Ecke, Alex Tellez aber irgendwie glücklich kläubert am Ball per Kopfball. Ja, ich weiß nicht, also Ter Stegen davor noch überragend, aber jetzt ja, nach dieser Ecke gar nicht überragend. Dagegen Van der Sar, traumhaft, wie hat er diesen Ball gehalten? Unglaublich. Hatte ich auf jeden Fall Glück da an der Stelle. Ronaldo dann mit dieser Aktion, ein wunderbarer Abschluss. Den habe ich mit R1, also mit dem Finesse in die kurze Ecke getimed, finde ich sozusagen aus der Drehung. Das war ein ungewöhnliches Tor, aber sehr schön, wie ich fand. Und damit ein 2:0 Sieg. GG auf jeden Fall an Captain Tsubasa. Wie gesagt, checkt ihn ab bei Twitch. Ist auch ein sehr starker FIFA-Spieler. Auch wenn ich jetzt 2:0 gewonnen habe. Das heißt nichts. Er ist echt gut, der Junge. Ja, nächster Gegner ist das hier. Ruud Gullit haben wir da. ZDM und Fernandinho. Genau wie Eriksen. Also, ja. Wieder kein Zuckerschlecken, aber Son hier mit dem Ball auf Ronaldo und Ronaldo in die kurze Ecke nach 7 Minuten bringt uns hier in Führung. 36. Minute, der Ball zu Eriksen auf Agüero. Agüero, und ich dachte, ich hätte das verteidigt, ich dachte, ich wäre dazwischen gelaufen, aber Agüero macht das hier eiskalt. Dann Dani da Costa, sehr schöner Ball auf Ronaldo, der den hier per Direktabnahme in der 43. zum 2:1 verwandelt. Jungmin Son auf Goretzka, der Ball nochmal zurück zu Goretzka, perfekt zu Tellez, und ich wusste, dass mein Gegner den Keeper verschiebt, deswegen habe ich nochmal die kurze Ecke versucht, hat geklappt. Yashin, keine Chance hier gegen diesen Schuss von Tellez aus kürzester Distanz. Dann Ronaldo hier auf Jungmin Son. Son erneut in die kurze Ecke, timed Finish, 4:1. Und damit, ja, eine sehr klare Führung. 63. Minute, Kluivert auf Jordi Alba, den eingewechselten Williams. Und Williams ebenfalls eingewechselt in der 64. mit dem 5:1. Und ja, da der nächste Rage Quit. Damit holen wir uns hier den 21. Sieg. 3 Spiele haben wir noch offen und 2 Siege werden benötigt. Mein nächster Gegner hier mit Zlatan Ibrahimovic, das war interessant. Er hat nämlich, kann ich schon mal vorwegnehmen, einen Spielzug original gemacht, immer über die eine Seite und dann versucht irgendwie eine Flanke auf Ibrahimovic zu bringen. Deswegen seht ihr auch, werde ich euch jetzt schon mal sagen, ihr seht keine Szene vom Gegner, weil das relativ easy zu verteidigen war. Jungmin Son, seht ihr auf der anderen Seite, hat hier das Tor gemacht. Ich habe dann einfach Fernandinho auf RM gestellt und ihm auch noch gesagt, Flügel abdecken und hinten bleiben. So, und damit war die Sache gegessen. Da ist er nicht mehr durchgekommen, weil er nur über die eine Seite gespielt hat. Hier die nächste Aktion, Jungmin Son in der 53. Minute macht das 2:0. Und dann, naja, war der Drops eigentlich auch gelutscht. Ihr seht, der Gegner hat gesagt, nee, das wird nichts. Ja. Also, sehr einfallslose Spielweise, muss man echt sagen, war ich überrascht bei diesem Stand der Weekend League. Ja, gutes Mittel dagegen gefunden mit dem 4-4-2 gegen Leute, die nur über Flügel spielen. Nur so als Tipp an euch. Nächster Gegner, FC Barca, aka Babyflitzer. Messi ist GOAT, aber hat Messi nicht im Team. Alles klar, Agüero ist aber am Start, Ronaldinho ebenfalls. Reus, Tod sehen wir da, wir sehen da Vieira, Petit, also ein unglaublich starkes Team. 2. Minute, Goretzka auf Ronaldo. Ronaldo, sehr schöner Trick. Und Ronaldo, was ein Abschluss. Nach 3 Minuten erstmal Fake Shot, dann Dragback und dann Time Finish in die kurze Ecke vom Strafraumrand. Das war eine überragende Aktion. Mein Gegner hier wieder mit Ice Skating am Start. Und ich weiß nicht, wieso das ein Foul ist. Keine Ahnung, meiner Meinung nach habe ich den Ball gespielt, aber okay, das sind halt die La Croquetas. Eusebio hier mit dem Ausgleich nach 12 Minuten, 16. Minute. Ronaldo erkämpft sich hier den Ball gegen Eder Militao. Ronaldo zieht hier in die Mitte, bringt den Ball irgendwie rein, aber gut geklärt nochmal zur Ecke. Alex Tellez dann auf Goretzka, der perfekt timed Finish trifft und der Ball geht daneben. Ja, hätte ein Tor verdient gehabt, meiner Meinung nach, aber gut, hat nicht sollen sein und so steht sie weiter 1:1. Nächste Aktion. Der Ball kommt zu Ronaldo, zurück zu Goretzka, der hat hier ein bisschen Zeit, zieht den nochmal rüber, schöner Pass auf Ronaldo, Ronaldo lässt seinen Gegenspieler hier stehen und macht eiskalt das Tor, und das war genauso gewollt, das sieht so ein bisschen backhaft aus, aber ich habe wirklich mit dem linken Stick in die Richtung gedrückt und den damit komplett verladen. Ja, 2:1 Sieg, genau, damit holen wir uns hier Elite, ihr seht 23 Siege, ein Spiel haben wir noch offen und
Ja, das haben wir uns wie die letzten Male auch auf jeden Fall geschenkt und somit haben wir unser Mindestziel von Elite erreicht und waren damit glücklich. Oder ich war damit auf jeden Fall glücklich. Ich muss mal gucken, ob ich nochmal was an meinem Team ändere. Ja, also ich würde mal super gerne Aubameyang Tots spielen, aber den krieg ich auf keinen Fall auf 10 Chemie unter den aktuellen Bedingungen. Ja, Hullet habe ich überlegt, ob ich die Icon SBC machen soll. Keine Ahnung, schreibt mal eure Meinung oder was ihr denkt, was man noch mit dem Team machen könnte in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall ein Like da, drückt auf die Glocke und ja, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, in diesem Sinne. Sheesh.